So, My Little Dream kommt erneut heran, geht hinein und der Start zum ersten Rennen, zum Quirinus-Rennen ist erfolgt. In der Bahnmitte übernimmt Heaven die Spitze. Heaven mit Ratina weiter außen, Torfrock und My Little Dream, das sind die vorderen Pferde. Noch weiter außen galoppiert Restinje, ganz an der Außenkante, What a Day. Die Pferde kommen an der Haupttribüne vorbei und die Führung bei Heaven. Dann eine Dreiergruppe mit Restinje, mit Torfrock und innen Ratina, gefolgt von What a Day, My Little Dream und Nabu an der Innenseite. Am Schluss à la Lange gemeinsam mit Salzburg. In der Nordseite sind die Kandidaten unter der Führung von Heaven. Zweiter ist nun Torfrock mit Ratina an der Innenseite. Dicht auf Restinje und dicht auf Ahur mit à la Lange. À la Lange wird stärker. In der Südseite wird Heaven jetzt von Ratina attackiert. Drei Längen dahinter galoppiert Torfrock auf dem dritten Platz. Vierter à la Lange mit My Little Dream an der Innenseite. In Richtung der Zielgeraden geht Ratina nach vorne an Heaven vorbei. Ratina gleich mit zwei, drei Längen im Vorteil, bringt das Feld in den Einlauf vor Heaven, Torfrock, dann à la Lange mit My Little Dream an der Innenkante. Sechster ist dann Nabur in der Zielgeraden. Klare Führung für Ratina. Ratina setzt sich hier ab vor Heaven. Dann kommt an der Außenseite Nabur jetzt besser ins Rennen. My Little Dream. My Little Dream vor Heaven und fünfter à la Lange klar vor Torfrock und vor Restinje. Willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe der Telewette bei NTV hier aus Berlin. Im ersten Top-6-Rennen, was um 14.20 Uhr gestartet wurde mit dem Preis des Stalles Diana. 7.000 Mark war hier die Dotierung, ein Rennen über eine Distanz von 1.900 Metern. Und in Neuss ist heute Manfred Schappmann, der Kommentator. The Cunny Rover wird erreicht von Blaze of Glory an der Innenseite. Blaze of Glory hat hier den kürzeren Weg gefunden, innen durchgeschlüpft, hat sich sofort verabschiedet von The Cunny Rover. Und ich glaube, damit ist die Entscheidung gefallen für Blaze of Glory. Blaze of Glory ist hier mit Georg Boczka im Sattel das überlegene Pferd. Zweiter bleibt The Cunny Rover. Dahinter auf dem dritten Platz kommt Torfrock noch ins Rennen. Tja, Sie haben es gesehen, Torfrock sollte noch ins Rennen kommen. Manfred Schappmann hat es gesagt, der Ausgang war ganz anders. Normalerweise sind Sie es gewohnt, jetzt hier die Finalquoten zu sehen, aber aufgrund eines technischen Problems hier in unserer Senderegie, ich habe es gesagt, wir sind spontan, heute werde ich Ihnen jetzt die Finalquoten sagen. Der Einlauf, die 1, Blaze of Glory, die 2, The Kenny Rover und die Startnummer 8 auf dem dritten Platz, Torfrock. So der Einlauf, also 1, 2, 8. Die Siegwette ergab 20, die Platzwette 12, 14 und 25, die Zweierwette 76, die Dreierwette 581. Meine Damen und Herren, das Ganze können Sie natürlich auch noch auf dem NTV-Videotext ab Tafel 720 nachlesen und natürlich auch im Laufband unten bei dieser Sendung nachvollziehen.